Man könnte auch sagen, das, was ihr tut, tut mir nicht taugen. Tschüss, Baba, ihr Nudelaugen. Zum Beispiel, wir als Konsumenten hätten schon die Möglichkeit, auf die ganze Sache Einfluss zu nehmen, indem wir Produkte ganz vorsätzlich und bewusst nicht mehr kaufen und indem wir auch Firmen ganz bewusst meiden und mit Nachbarn darüber reden, dass man dort nicht hingehen sollte. Nicht anklagen, das ist scheiße. Also wenn man anklagt, oh, die machen Giftgas und bringen Kinder um, ist nicht gut. Aber so, tipp, hallo, Becky, jemand zu Hause, ja, und sagen, hey, weißt du eigentlich, dass dein Kind den ganzen Tag Ratzengift frisst? So, Orbit ohne Zucker. Danke, Rileys, für die kollektive Vergiftung. Vielleicht ist ja der Kaugummi-Fabrikant und der Herr von der Milky Maus für diese Kollektivvergiftung irgendwo mitverantwortlich. Wir wissen es nicht, aber wir könnten uns einmal informieren und dann das, was wir tatsächlich selber wissen, weitergeben und nicht, was uns ins Hirn eingeschissen haben vom Fernsehen aus. Weil das ist nämlich eines der krankmachendsten Medien überhaupt. Ich habe gestern einfach nur wieder mal eine Viertelstunde anschauen dürfen müssen, aber das reicht jetzt wieder für die nächsten 3 Jahre. Arrivederci, Namaste und ich rasiere mir jetzt weiter.